Und damit willkommen zurück bei Let's Play Oblivion. Ja, wir sind dabei, weitere dätherische Schreine zu besuchen, wie seit den letzten 5 Folgen, keine Ahnung. Ich habe mal geschaut, wo wir diesen merkwürdigen Brandy herbekommen. Und zwar bekommen wir ihn. Ja, warte mal, es ist 6 Uhr am Morgen, 5:30. Ach komm. Komm, machen erstmal einen anderen. Denn hier unten gibt es noch einen Schrein. Festung Sutsch, da gehen wir mal hin. Denn genau dort daneben oder? Ja, doch, müsste genau hier so um den Dreh müsste auch noch ein Schrein sein. Du musst ein Schrein sein auf dieser Welt. Schrein sein. Da hinten? Nee. Hä? Hey. Schrein, wo bist du? Altes Dreckschrein. Weil ich hier oben auf diesen blöden Stein, damit ich den Schrein sehen kann. Da hinten ist er. Was für ein Wetter. Malakats Schrein. So, wieder hier schön. Und es sieht so aus. Als ob die Orks ein Fan von ihm sind. Ihr wagt es, den Schrein unseres Herrn zu betreten? Ihr seid keiner von uns. Muss ich mich grün anmalen jetzt wahrscheinlich. Schrein von Malakat. Ihr habt wohl nicht verstanden. Wir mögen die schönen Leute nicht. Aber vielleicht könnt ihr mich überzeugen, dass ihr innerlich hässlich seid. Was? Ihr habt wohl nicht verstanden. Wir mögen die schönen Leute nicht. Aber geht nur. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Hab Dank. Ihr gehört nicht zu Malakats Lieblingsvolk. Er mag Orks. Euer Pech. Geht zum Schrein, aber auf eigene Gefahr. Ich werde mich dem Schrein nähern. Dann geht und nähert euch weiter. Aber Malakat möchte ein Geschenk. Er mag Trollfett. Und er mag nur Trollfett. Strapaziert die Geduld des Gottes nicht. Scheiße. Ach. Hier hatten wir doch irgendwo Trolle gehabt letztes Mal. Folgendes. Wir müssen ja hier eh nochmal hin. Ich grüße. Ach hi, lang nicht gesehen. Wer hilft einem alten Bettler? So. Nee, hier nicht. Wo krieg ich... Nee, hier nicht. Hier. Wie geht... Ihr tragt die Schatten... Schatten mögen... Hier bekomme ich nämlich Folgendes. Was darf ich euch anbieten? Cyrodiilischer Brandwein. Bekomme ich auch Trollfett? Tatsache. Geil. Sehr schön. Vielen Dank. Sehr schön. Dann hätten wir das auch. Dann machen wir jetzt Folgendes. Gehen wir zuerst zum Malakat. Und danach zu Sanguine. Ja. Ihr habt ein Geschenk mitgebracht. Gut. Das ist klug.
Möchtet ihr etwas? Nun, wenn ihr klug seid, dann werdet ihr tun, was ich euch sage. Verstrat hat meine Oger genommen, sagt, sie seien sein Eigentum. Verlogene Made, das sind meine Oger. Verstrat hat meine kleinen Brüder in Ketten gelegt und lässt sie in den Minen arbeiten. Das gefällt mir nicht. Geht zu Verstrats Anwesen, befreit meine Oger und holt sie heraus. Verstanden? Auf geht's! Als ich die Opfergabe darbrachte, wurde Valakath beschworen und sprach zu mir. Er trug mir auf, zum Anwesen von Fürst Draht zu reisen und die Ogersklaven zu befreien, die er in der nahegelegenen kahlen Mine hält. Ich erinnere mich an das Anwesen von dem Kerl, genau. Da waren wir nämlich schon mal, als wir hier in Richtung... Ne, weißt schon, Sutsch gegangen sind. Ich erinnere mich. So, da ist es schon. Genau, wir wollten nämlich in die Mine rein. Wir brauchten aber einen Schlüssel oder so. Fürs Draht. Kann man nur fürs Draht heißen. Aufstehen. Lass die Ogre frei. Oder es gibt auf die Schnauze. Raus hier. Jetzt. Nichts da. Ich will mit deinem Kerl hier sprechen. Willkommen in meinem bescheidenen Heim, Fremder. Was führt euch an diesen Ort? Also, ich hätte gerne, dass du die Ogre-Sklave freilässt. Könnt ihr euch eine bessere Verwendung für die geistlosen Tiere vorstellen? Unter meiner Aufsicht bewirken sie etwas Gutes für diese Welt. Kein Lebewesen sollte in Sklaverei leben. Ich kann mich nicht erinnern, euch nach eurer Meinung gefragt zu haben. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Bitte verlasst meinen Grund und Boden. Wir sind noch nicht fertig. Steh noch mal auf. Ich habe euch nicht... Okay. Ich fürchte, ihr habt meinen Mann verärgert. Bitte geht, bevor er seine Fassung verliert. Ich flehe euch an. Kannst du vergessen. Darüber kann ich euch... Oh doch, du kannst... Ich bin ganz ohr. Kannst du uns mit Sicherheit was sagen? Ich nehme... Seht ihr? Was? Er lässt sie in der kahlen Mine für sich arbeiten. Es ist furchtbar. Die Wärter prügeln diese Geschöpfe ohne Gnade. Mehr kann ich euch nicht sagen. Nun geht bitte. Oh Gott, die Armen. Seht euch vor. Ich warne euch. Raus hier oder ich rufe die Wachen. Wir brauchen aber vermutlich... einen Schlüssel oder so. Oder... Nee, er zeigt die Mine an. Vielleicht kommen wir da einfach so rein. Oh, hier kann ich sogar pennen, das ist ja schön. Mensch! Dann machen wir uns mal ein bisschen Tageslicht. So. Ach. Das sieht so cool aus. Es sieht einfach nur so cool aus. Dann wollen wir die armen Geschöpfe doch mal befreien. Lady Malakath sagte mir, die Oger befinden sich in der kahlen Mine, nicht weit von hier. Ich muss sie befreien, um Malakath zu besänftigen. So, so. Wen haben wir denn hier? Ui. Warte mal kurz. Ich mach das mal von hier aus. Boah. Ha!
La 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 la. Blocken, blocken, blocken. Scheiße. Ja, gleich haben wir ihn. Jawohl. Boah. Die sind heftig. Die sind heftig drauf. So, wir heilen uns noch so ein bisschen, dann reparieren wir wieder. Speichern. Ganze 6 Pfeile. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Du bist kein Oger. Nein. Wollt ihr mich verarschen? Wie viel denn noch? Warte mal. Planänderung. Scheiße. Okay. Dann versuchen wir das mal damit. Denn ich glaube, gegen 3 von denen... Gut, haben wir schon eine Chance, aber... Das dauert 5000 Jahre. Da kommt er. Ich glaube, da war da nicht sogar noch einer eben. So. Sehr schön. So, kommt noch einer. Scheiße. Ich habe ja schon gegen. Er sieht. Sieht ein bisschen aus wie ein Vampir, ne? Puh. Hauptsache nur Wachhauptmänner. So, ich mache hier Folgendes. So. Viel besser. Speichern! Und Bogen wieder raus mit den 2 letzten Pfeilen. Da haben wir einen Oger. Den holen wir gleich raus. Oh, na du armer Kerl. Ah, sind ganz viele.
Ich habe eine Gruppe von Ogern befreit. Nun muss ich sehen, ob es noch mehr zu befreien gibt. Ach, wie schön. Obwohl Oger ja immer so eine Sache sind. Guten Tag. Na? Ich wollte gerade sagen, willst du mich nicht angreifen? Scheiße. Ach, sie helfen mir. Das ist ja lieb. Danke. Sehr freundlich. Gold. Was macht eigentlich die Stufe? Wow. Athletik haben wir bald oben. Schütze auch. Sicherheit auch. Ja, aber viel haben wir ja da nicht mehr, ne? Gut, Blocken kann man noch schön steigern. Und Schütze eigentlich auch. Aber es dauert halt echt lange, ne? Das ist das Problem. So, da ist die letzte Gruppe. Ich habe alle Oger in der Kalmine befreit. Ich sollte zum Schrein von Malakar zurückkehren. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh. Ebenholzpfeile. So, toll. Jetzt haben wir eine Folge, die 17 Minuten lang ist. Ey, zum Kotzen. Denn ich will eigentlich ungern beide in ein... Ach, weißt du was? Komm, wir packen beide in eine Folge. Wir machen das gleich von Sanguine, machen wir auch noch. So. Dann haben wir hier einmal den Malakat. Huch. Gute Arbeit. Niemand besitzt Ogre außer mir. Und ich habe diese Made klar gemacht. Die Oger haben Draht. Draht soll Dreck fressen. Nun bekommt ihr ein Geschenk. Weiter so. Und seid nett zu meinen kleinen Brüdern. Immer. Was? Worin drum? Wollen drum, cool. Malakat war mit meiner Anstrengung bei der Befreiung der Oger zufrieden. Ist, glaube ich, auch ein Schwert, ne? Ein Hammer. Leben für 3 Sekunden. Lebensenergie entziehen 5 Punkte. Nicht schlecht. Aber auch wieder saumäßig schwer. So. Dann einmal zurück. Dreckhack. Nee, hier. Schrein von Sanguine. So. Aber nu. Noch ein Sterblicher, der gekommen ist, um Sanguin darum zu bitten, etwas Schwung in sein trostloses Dasein zu bringen. Ich wünsche, dass ihr mir einen Dienst erweist. Und zwar? Schloss Leerwin ist ein langweiliger, trostloser Ort. Die Schlossherrin ist eine ganz besonders düstere Seele. Und morgen wird sie wieder eines ihrer fürchterlichen Festessen geben. Ich will, dass ihr etwas Schwung in die Feier bringt. Wendet diesen Zauber auf die Gräfin und ihre Gäste an. Ich denke, dass die Feier dann sehr viel interessanter wird. Es wäre wahrscheinlich am besten, ihr versuchtet nicht aufzufallen. Sonst töten sie euch vielleicht. Ach ja, an der Feier dürfen nur geladene Gäste teilnehmen. Ihr müsst eine Möglichkeit finden, hineinzukommen. Viel Spaß. Das klingt witzig. Nachdem ich Sanguine das Opfer dargereicht hatte, sprach der Tetrapod zu mir. Sanguine glaubt, die Gräfin von Leerwin sei zu prüde. Und er möchte, dass ich etwas dagegen unternehme. Sie wird morgen Abend eine Abendgesellschaft geben und ich soll mich unerkannt ins Schloss schleichen und den Zauber der nackten Wahrheit über sie legen. Ah, geil.
Ah, das wird cool. Leyamin war hier unten. Schloss. Witzig. So, wir haben auch schon so ziemlich... Ja gut, so ziemlich... Es ist 3:45. Zählt das als Abend? So, was war denn das Ding? Das ist ein bisschen blöd, ne? Das ist ein bisschen blöd. Jetzt muss ich hier echt alles durchsuchen, oder was? Oder habe ich einen Stab bekommen? Nö. So, immer hier. Ach, nackte Wahrheit, da ist es. Hallo. Wie ist das Wertebefinden? Wie geht es euch? Ihr könnt diese Tür nicht öffnen. Warum? Halt! Ihr habt gegen die Ges... Zu sch... Also gut. Ja, Meister. Braucht ihr mich? Schön, da wären wir wieder. Wie toll. Einen Moment mal. Hier findet heute Abend ein Festessen statt. Und keiner darf hinein, solange die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen sind. Und auch dann darf nur hinein, wer auf der Gästeliste steht. Und selbst wenn jemand auf der Gästeliste steht, kommt er nur hinein, wenn er kostümiert ist. Die Gräfin legt großen Wert darauf und es wird keine Ausnahme gemacht. Alles klar? Oh, glaub mir, ich komme da schon rein. Wie läuft die Schlacht? Ach. Der Graf Marius. War es nicht dieser Typ mit der Folterkammer im Keller? Oh nein. Ach, ernsthaft? Ach, ehrlich? Mich am Arsch, wo waren das? Reisen nach My Tent. Look at my tent. My tent is amazing. Schön, jetzt reisen wir einfach wieder zurück und dann, ihr seid zu schwer belastet. Ja, toll. Nee, wenn wir jetzt zurückreisen, müsste ja dann eigentlich schon Partytime sein. Ich mach das Ding jetzt mal hier gerade weg. So. Ja, Meister. Ja, Meister. Meister. So. Also, wir brauchen irgendwie ein Kostüm oder was? Einen Moment mal. Hier findet heute. Und auch dann die Okay. So, wenn ich jetzt hier durch den Keller gehe,
Also nee, warte mal. Ja, doch, hier ist diese Geheimtür. Die uns dann irgendwie in den Folterkeller führt, oder nicht? Secret Room, genau. Und von hier aus... Wird das was? Vermutlich werde ich gleich... Werde ich gleich gefangen genommen. Haltet auf der... Zu alt... Ach, Kacke. Ja. Vielleicht hier lang? Nee, im Ernst, wie soll ich denn das machen? Das ist so ermüdend. Einen Moment und auch die... Ich glaube, wir machen das doch in der nächsten Folge. Dann haben wir nämlich einfach ein bisschen mehr Zeit und können uns da in Ruhe drum kümmern. Ich dachte, das würde jetzt vielleicht nicht so lange dauern, aber da müssen wir uns dann doch Zeit lassen. Das machen wir dann nächstes Mal. Also, bis morgen. Ciao.